der mit seiner Stimme bereits die größten Stars unterstützt hat. Vom Background ins Rampenlicht. Hier ist Percival! Der mit seiner Stimme bereits die größten Stars unterstützt hat. Vom Background ins Rampenlicht. Hier ist Percival! Für sie ist no business like show business. Und genau deshalb will sie auf diese Bühne. Pamela Falcon! Yeah.
hat Deutschland noch nie gehört. Unfassbar. Mann. Gratulation zu diesem Battle von meiner Seite. Was ist hier los? Oh Gott. The Boss Hoss. Oh Gott. Sommer. Diese Entscheidung. Ihr könnt nach Hause gehen. kann es eine Entscheidung geben, wen würdet ihr von diesen beiden Talenten mitnehmen? Oh, das kann keiner verlangen, sowas entscheiden. Das war so krass, ey. Wirklich so krass. Riesen Respekt, das war echt, das war der Hammer. Mega fett. Xavier, du hast in deinem musikalischen Leben wahrscheinlich schon sehr viel gesehen und gehört. Was sagst du zu diesen beiden? Ich hab Angst. Percival, ich wusste, dass du ein toller Sänger bist, das habe ich schon vorher mitbekommen. Mich fasziniert noch mehr, dass wirklich die Pamela hier das Ding so dermaßen... Ich will nicht sagen, sie hat noch eins draufgesetzt, aber sie hat mich einfach noch mehr fasziniert. Unfassbar, ihr seid unglaublich. Und ich bin froh, dass einer von euch heute heimgeht, weil dann habe ich weniger Angst. Lena, hast du auch schon Angst? Nee, ich habe keine Angst, aber ich bin sprachlos. Ich habe sowas noch nie gehört. Ja, das ist einem ja auch irgendwie von Gott gegeben so. Also warum ihr und nicht ich? Ich fühle mich da noch etwas benachteiligt. Ich fasse es nicht, wo du das herholst, Pamela. Ich fasse es nicht. Wo kommt das her? Ich meine, du schreist da rum, ohne zu schreien. Das ist, boah, Ray, ey. Ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall würde ich Pamela mitnehmen. Vielen Dank, Lena. Dankeschön. Mein lieber Ray. Mein lieber Gott. Narina, please say something. Don't say I can't. Bitte. Ich kann mich nicht entscheiden und trotzdem muss ich mich entscheiden. Und die